Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zurück zur besten Everyday Monday Show, die es gibt auf der Welt. Zu What's Up. Viel Spaß mit dem Montagsintro. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt What's Up. Am vergangenen Samstag war es wieder soweit, der diesjährige Webvideopreis wurde vergeben. Und ich muss zugeben, dass mir dieses Mal die Gewinner echt gut gefallen haben und ich habe mich für richtig viele auch so richtig gefreut. Zum Beispiel hat Hand of Blood Bay Gaming gewonnen und hat dort eine ziemlich lange Rede gehalten, die aber auch ziemlich Tiefe hatte. Das Video des Jahres ging übrigens an T7 Productions für ihren Star Wars Kurzfilm. Julian Bam wurde Best Male, Melina wurde Best Female und Newcomer, den durfte tatsächlich ich überreichen. Das Schöne ist ja, dass Newcomer so ein Bereich ist, den ich auch wirklich persönlich sehr supporte, hier zum Beispiel in diesen Videos. Und deswegen war es mir eine Ehre, den Preis den Datteltätern zu überreichen. Zieht euch die auf jeden Fall mal rein, die sind ziemlich awesome. Was ich dieses Jahr beim Webvideopreis aber wirklich richtig geil fand, ist, dass endlich mal wirklich viele Leute Stellung bezogen haben zu dem, wie sie YouTube sehen, zu dem, wie YouTuber sich verhalten. Und das finde ich einfach unfassbar wichtig. Es gibt ein wunderschönes Zitat, das ist wahnsinnig schön, das ist, glaube ich, von Spider-Mans Onkel. Und der hat gesagt, aus großer Reichweite folgt große Verantwortung. Wir haben das heute schon gehört. Und so ist es halt wirklich, so ist es absolut. Wir sind Vorbildfunktion, das müsst ihr alle wissen. Und deswegen jetzt ich als Vorbildfunktion möchte auch mal allen Kindern da draußen sagen, es gibt eine Lüge, die kursiert und ich möchte die jetzt klarstellen. Nicht jeder Tag im Leben ist ein Samstag. Ihr müsst das wissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss viel arbeiten für den Erfolg. Jeder YouTuber weiß das. Für den Webvideopreis, für alle Gewinner und für alle, die ihre Schnauze aufgemacht haben, gibt es dieses Mal den Win der Woche. Gab es schon lange nicht mehr. Heute ist er wieder da. Und alle weiteren Infos zum Webvideopreis findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Der ein oder andere von euch weiß ja vielleicht sogar, dass ich schon in zwei Kinofilmen mitgespielt habe. Unter anderem bei dem schlechtesten Film aller Zeiten, Kartoffelsalat. Und bei Er ist wieder da. Und letztens habe ich wieder wo mitgespielt. Allerdings nicht in einem Kinofilm, aber dafür bei einer Comedy-Serie, die auch auf YouTube läuft. Und zwar bei Comedy Rocket. Vor einiger Zeit habe ich das schon mal mitgemacht, jetzt wieder. Und ich habe tatsächlich für euch darüber einen Vlog gemacht, wie das Ganze so hinter den Kulissen abgelaufen ist. Ihr seht also mal, wie ein, ja, professioneller Dreh aussieht. Jetzt kein riesengroßer Dreh, aber auch kein typischer Dreh wie das jetzt hier zum Beispiel. Was denn? Ich wurde gerade überfallen und ausgeraubt, mein Geldbörse wurde geklaut. Ja, was denn? Ich wurde überfallen, mein Portemonnaie ist geklaut worden, Handy alles weg. Ja. Wenn dich sowas interessiert, dann schaut auf jeden Fall meinen Vlog an, das würde mich persönlich unfassbar freuen und abonniert ihn. Dead Adam Fans, spreizt die Ohren, denn es gibt wieder neuen Stuff von den Jungs. Die Jungs haben einen neuen Track veröffentlicht und dieser nennt sich Blau und Pink. Es ist natürlich wieder Cloud Rap und es könnte sogar die erste Single aus einem bald erscheinenden Album sein, denn ich bin mir ziemlich sicher, auf das Album dürften wir nicht mehr allzu lange warten. Noch müsst ihr zwar etwas Geduld haben, aber ihr könnt euch ja schon mal den Track reinziehen. Wenn ihr ihn gehört habt, könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Comments schreiben, wie ihr ihn findet. Das war es aber tatsächlich noch nicht mit Dead Adam News, denn die Jungs haben letztens in Berlin ein kleines Konzert gespielt. Und dort haben sie tatsächlich nur neue Songs performt und das Konzert könnt ihr euch tatsächlich auf YouTube und im Internet anschauen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Aber nicht nur Dead Adam haben in der vergangenen Woche neue Songs veröffentlicht, nein, letzte Woche war tatsächlich die Woche der Rap-Songs auf YouTube.
von YouTubern. SKK hat zum Beispiel ein Video zusammen mit Altana Banana rausgehauen. Es hat bei uns angefangen mit deiner iPhone 4 Kamera. Man, diese Zeiten waren hammerhart. Keiner nahm uns ernst, weil wir unser Ding machten. Lachten uns aus und meinen, dass wir es nicht schaffen. Doch wir gaben Fick drauf, was die anderen sagten, es machte nichts aus. SKK kam Kickdown. Ich komm von einem McDonalds-Tresen. 6 Pommes jeden Tag den Speckbomben geben. Zu Sex ohne Regeln mit den heftigsten Mädels. Fresh auszusehen und wie ein Chefkoch zu leben. Dima hat einen Song über Chicks veröffentlicht. Ihre Kurven sind genauso definiert wie Uwes Bizeps. Und man könnte denken, sie macht übel Sport. Nein, sie isst nur Pizza. Ihre Beine sind wahrscheinlich doppelt so lang wie meine. Sie zählt ihre Scheine, ich zähl die Lego-Steine. Und T-Zone will kein Vorbild sein. Alles klar. Du bist ein Vorbild für tausende von Jugendlichen. Kreiere meine eigene Sprache und werd euren Duden ficken. Räum mal deine Wohnung auf, das ist ja ekelhaft. Kümmert euch um euren eigenen Scheiß, habt ihr kein Leben, Mann? Alle Musikvideos findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, guckt dort gerne mal rein. Und ich habe jetzt einen richtig geilen Kanal der Woche für euch. Der ist zwar ein bisschen größer als die Kanäle, die ich sonst vorstelle, aber ich habe mir gedacht, YOLO, er hat's verdient, deswegen ganz viel Spaß. Und das war's mal wieder mit WhatsApp. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und teilt das Video gerne, das würde mich sehr freuen. Und ihr würdet mich damit unterstützen. Mit diesen Worten habt ihr eine grandiose Zeit auf YouTube. Schaut euch nicht so viel Blödsinn an. Und ich würde sagen, Peace and out.